Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Call of Duty Black Ops 3 Kampagne im neuen Jahr. An euch allen noch ein frohes Neues. Story fortsetzen, genau. Und mal schauen, was uns dieses Jahr so erwartet. Erstmal wieder ruckelige Zwischensequenzen oder Ladescreens eher gesagt. Was ich immer noch völlig kapiere. Unglaublich. Unglaublich. Ja, dieses Jahr war ein bisschen ruhiger bei mir. Silvester. Diesmal nicht total ein Absturz, sondern nur ein bisschen normal. Wie jeder andere Mensch auch. Ich muss vielleicht mal eben das Mikro ein bisschen... Das hört sich jetzt bei euch 100 Pro mega komisch an. Da ist schon wieder der eine Typ. Wurden die Datenträger teilweise beschädigt. Sie ist fast damit fertig, die Aufzeichnungen aus den Überwachungskameras der Station zu extrahieren. Wer bist du? In der Sache mit Gojulan, da hatte ich keine Wahl. Wir mussten die undichten Stellen schließen. Ich weiß. Ich weiß auch, dass die Immortals es nicht gern sehen werden, dass wir den Go-Bruder gekillt und die Schwester verstümmelt haben. Kane sagt, was immer die Aufzeichnungen zeigen, wir müssen zu Taylors letztem Einsatzort, dem Epizentrum der ursprünglichen Katastrophe, zum alten Coalescence-Gebäude. Okay. Untersuchen Sie die Anlage der Coalescence Corporation, Ursprung des Singapur-Desasters, auf der Suche nach einer Erklärung für den Verrat Ihres ehemaligen Verbündeten. Kurze Distanz, mittlere und lange Distanz. Okay, bewaffnetes Bergungsteam, leichte Fahrzeuge und Kampfroboter. Gut. Hypozentrum. Wir haben beinahe schon die Hälfte der Story geschafft. Das ist so lächerlich, ne? So lächerlich. Egal. So. Das ist ein Fake. Das glaube ich nicht. Das Material ist falsch, nicht real. Ich wünschte, es wäre so, aber das geht noch weiter als die Morde bei der Geheimstation. Kane, sag ihm, was du weißt. Die Informationslecks breiten sich aus. Sie gefährden WA-Operationen weltweit. Sie kennen unsere Schwachstellen und mobilisieren Truppen in instabilen Gebieten. Keine Frage. Taylor ist fertig. Wir folgen also den Spuren seiner letzten Operation. Dem Alarm unterhalb der Coalescence-Anlage. Vielleicht finden wir da unten Hinweise auf ihre Motive. Vergessen wir die Immortals nicht. Wir haben einem das Hirn geleert und einen verstümmelt. Die werden sich rächen. Die werden sich rächen. Das Epizentrum ist deutlich, das Hypozentrum bleibt aber unklar. Krass. Taylors Team hat auf ein Prioritätsalarmsignal reagiert. Es hat seinen Ursprung fast eine Meile unter der alten Coalescence-Anlage. Ich habe mir alle verfügbaren Infos und Baupläne gezogen. Was dort ist, steht auf keiner Karte. Diese Kameraführung, unglaublich. Ein Großteil des Gebäudes wurde im Desaster zerstört. Der bestmögliche Zugang ist durch den mittleren Silo. Danke, Kane. Große Hilfe. Also folgen wir Taylors Fußstapfen. Vielleicht finden wir da unten etwas, das uns Antworten gibt. Überwachungsdrohne bestätigt mehrere Signaturen. Oben. 54i. Sie sind sehr wahrscheinlich schon drin. Ach was. Gerade ist Verstärkung eingetroffen. Wird wohl kaum leise vonstatten gehen. Es gibt mehrere Zugangswege. Aufteilen. Aufteilen und rennt los. So, was ist das hier? Oh, einfach ein orangener Kasten. Wow. Da unten ist doch schon jemand. 54i sind überall. Versuchen wir es mal leise. Leise? Ja. Warte auf deinen Schuss. Ja, das sind wir leise. Haha. Werfe ein
eine Granate! Lol, was sind das für Granaten? Das ist im Zweiten Weltkrieg noch. Ersten Weltkrieg. Nimm das! Aua! Hallo? Wo sind die denn? Da. Okay. Ist das ein Roboter? Ja, sieht so aus. Okay. Lol, was für ein Salto der gemacht hat. Okay. Von wo? Lol, von wo? Ja. Vor allem jetzt alles still. Der lebt noch? Lol. So. Ist hier noch irgendwas? Ich dachte, das wäre Hendrix. Wiederhole. ASP ist noch aktiv. Wo ist ASP? LOL! Das Ding sollte Schrott sein. Wie kann sie noch funktionieren? ASPs haben ein Verteidigungssystem, das eingehende Angriffe abwehrt. Schalte es mit zielgerichtetem Schuss kurzzeitig aus und trifft die ASP dann mit dem Raketenwerfer. 4. Trifft das Verteidigungssystem der ASP unter dem Kern. Aua. Kapier ich nicht. Lol. Mit Kugeln. Tritt ihr Verteidigungssystem. Fast geschafft. Ah, jetzt kommt das. Verteidigungssystem offline. Triff sie mit dem Raketenwerfer, bevor es wieder aktiviert wird. Bumm. Notfallreserve? Was für eine Notfallreserve, Alter? Jawohl. Oh, nicht das. Nicht das. Das. Schieß weiter auf ihr Verteidigungssystem. Sollte nicht mehr lange dauern. ASP-Verteidigung deaktiviert. Feuer frei! Sauberer Treffer. Lol. Beeil dich. Griff das Verteidigungssystem. Wo ist es? Ja, ja, daneben. Verteidigungssystem offline. Bumm. Jawohl. Wir haben destabilisiert. ASP ist ausgeschaltet. Too easy. Viel zu einfach. Okay. Ja, was ist los? Hallo. Verbinde dich mit der Konsole. Ein schneller Hack sollte reichen. Das wird nie langweilig. Nee, wird's echt nicht. Oh ja. Heute gibt es nur Überraschungen. Krieg ich noch mehr Munition? Irgendwie? Lol. Och man. Schade. Lol. Das sieht voll aus wie ein Hakenkreuz, ne? Sei nicht nervös. Das ist nur ein Reflex einer toten Programmierung. Ha. Ich bringe uns rein. Gibt's hier nirgendwo Munition? Diese Leichen sind schon einige Tage hier.
muss vor dem Angriff auf die Geheimstation passiert sein. Sieht das nach Taylor aus, Hendrix? Vielleicht. Einzelschüsse in den Kopf. Ist das sinnvoll? Ja, ist sinnvoll. Ja, aber ganz ehrlich, du musst wissen, was für eine dumme Frage das ist. Natürlich war das Taylor. Die CIA hat sie hergebracht, weil diese verdammten Trottel hier rumgeschnüffelt haben. Hey. Mach dir nichts draus, Kane. Ich hab bloß miese Laune. Ich orte eine EMF-Quelle in der Nähe. Wow. Wie ein kleines elektronisches Gerät. Könnte bei einer der Leichen sein. Erkennen. Hab's. Ladedaten hoch. Irgendwas Nützliches? Die Plünderer hatten nicht bloß Glück. Brauch keine mehr. Ich hab einen Tipp von der CDP bekommen. Ah, hier sind auf einmal Seile. Aktiviere Aufklärungsdrohne. Ja. Nachricht erhalten und verstanden, Hendrix. Synchronisiere die Kartenkoordinaten der Drohne mit deinem HUD. Alles klar. Lass mich runter. Bitte. Hey. Du weißt doch, man starrt besser nicht zu lange in einen Abgrund. Los. Jawohl. Bleib an der Kante. Da geht es tief runter. Ich gehe vor. Komm, geh vor. Schön aufstehen. Diese Aufzeichnungen der Morde, glaubst du, die waren gefälscht? Ich kenne Taylor schon sehr lange. Auch schade, dass er das war. Nicht auf diese Art. Vielleicht war er nicht der, für den wir ihn gehalten haben. Trotzdem, das erklärt nicht Hall, Maretti und Diaz. Warum sollten sie da mitmachen? Was soll das sein? Wir gehen der Sache auf den Grund, egal was. Ich war ein Schlag. Weg damit. Da? Ja. War da etwas? Nee. Ah, ein Funken war da. Okay. Mist. Die verdammten 54i sind vor uns. Was denkst du, sollten wir tun? Ich denke, wir sollten uns vorstellen. Hallo. Schieß zuerst. Ich reagiere dann. Was ist das, Alter? LOL! Darauf war ich jetzt nicht gefasst. Boah! Schon wieder so ein Hund. Ein Hund. Jawohl. Boah, voll die krasse Mucke. Krass, Alter. Komm, Hendrix, ich warte. Willst du uns in einen verdammten Kaninchenbau schicken, Kane? Ui. Ich will dasselbe wie du, Hendrix. Diese Situation beenden, bevor es noch schlimmer wird. Ja, gleichzeitig, alles klar. Boah, Alter. Der Ort ist etwas instabil. Komm. Lol. Sind doch 100% wieder welche, oder? 100%ig. Siehst du, die brechen jetzt gleich da durch und dann ist alles gut.
Kane. Warum verhalten die Roboter sich so? Könnte eine Art Stromschwankung sein. Die Stromschwankung ist nicht normal. Stromschwankung. Ja, und alle sind aus. Die Tür ist offen. Drunter durch und geh. Ich wusste es doch. Wow. Kane, what the fuck, Alter? Über die Systeme des Gebäudes die Roboter kontrollieren? Es ist unwahrscheinlich, dass nach dem Desaster noch Systeme funktionieren. Aber wir wissen nicht, was da unten ist. Ja, jetzt sind wir aber unten, ja. Jetzt wissen wir, was hier ist. Gar nichts. Laut Aufklärungsdrohne sind sie hier durch. Will jemand einen Hunderter wetten, dass wir da unten nichts Gefährliches finden? Nein. Wo? Hey, was zur Hölle? What the fuck? Hey! Hendrix, sie haben euch anvisiert. Oh lol. Boah, Alter. Warte, warte, warte. Zwei war das. Wo war denn das? Kernfeuer. Da war's. Nein! Scheiße. Ups. Ich sollte vielleicht nochmal drücken, ne? Ich bin gerade mit der Steuerung nicht so vertraut, Alter. Drohne, sind sie hier durch? Will jemand einen Hunderter wetten, dass wir da unten nichts Gefährliches finden? Nein. Hey, was zur Hölle? Hey, hey! Hendrix, sie haben euch anvisiert. Ja. Das war's? Nee. Das war's aber. Oder? Ah nee, da ist noch. Da sind noch zwei. Aua, aua. Okay, das ergibt keinen Sinn. Wer kontrolliert diese Roboter? Ich weiß nicht. Trianguliere die Quelle. Bisher noch kein Glück. Wo ist jetzt Hendrix? Ah, da. Okay, schicke Aufklärungsdrohne vor. Mal sehen, wie tief der Kaninchenbau reicht. Wenig Licht voraus. Auf verbesserte Sicht umschalten. Bestätigt. Schnell, die Aufklärungsdrohne wartet nicht. Ja, bleib locker, bleib locker. Dahin. Boah, war das knapp, Alter. Übertragung ist abgerissen. Probleme? Negativ. Die Baupläne enden am Grund des Silos. Ohne die Drohne sind wir blind. Irgendwas muss sie ausgeschaltet haben. Irgendetwas oder irgendwie? GPS-Koordinaten des Alarms sind direkt voraus. Hendrix, da bist du. Kane, wir haben die Aufklärungsdrohne gefunden. Ihre Überreste. Nun, wir hatten unseren Spaß. Warte, ich will mir das Symbol genauer ansehen. Erkennst du es? Sieht nach einem geheimen CIA-Projekt aus. Wenn dieser Scheiß zum Zeitpunkt des Desasters hier war, hätten sie kein Säuberungsteam reinschicken können. Vor Taylor. Ja, ich glaube, hier will jemand was verbergen. Hallo, ist ganz schön so dunkel. Blutspuren führen hier lang. Da. Okay. Hier ist nichts. Ich dachte, hier wäre jetzt so ein krasser Gegenstand. Was ist hier los, Kane? Ha, Pisser. Was zur Hölle? Nein. Schnell noch einen kaputt machen.